Also das muss man denen echt lassen. Das Essen war richtig gut. Mhm. Ich habe viel zu viel gegessen. Ich kann mich jetzt so hinlegen. Weißt du was? Du kannst eigentlich auch mal fahren. Ja. Bitte? Ja, komm. Weißt du was? Du fährst und ich werde auf der Rückfahrt schön pennen. Immer das Gleiche, weißt du? Aber Hauptsache, wir kommen hier schnell weg. Oh nein! Die Reifen sind zerstochen. Das gibt's doch gar nicht. Vorne und hinten. Ja, super, echt. Oh, tolles Dorf. Wer macht denn sowas? Na, vielleicht können die einfach keine Städter leiden hier. Ja, und jetzt? Also, ein Taxi kriegen wir hier um diese Uhrzeit wahrscheinlich nie mehr hin. Und wenn doch, der wird sauteuer, echt. Ja, Robert und Gerrit haben auch schon Feierabend. Ja, was soll's denn, pennen wir halt hier. Wir lassen morgen früh die Reifen wechseln. Wir hätten sowieso morgen hergemusst, wegen der Spurensicherung. Die ist doch noch nicht fertig. Och Mann, wir haben überhaupt keine Klamotten zum Wechseln dabei. Entschuldigung. Sie haben doch Gästezimmer hier, oder? Ja, wollen Sie über Nacht bleiben? Ja, von wollen kann keine Rede sein, aber irgendein Spaßvogel hat hier unsere Reifen zerstochen. Ja. Also, wir haben insgesamt 3 Zimmer. Ja, so, uns reichen 2. Es ist aber nur noch 1 frei. Nee, ne? Tut mir leid. Ja, für eine Nacht wird's gehen. Stell dich mal nicht so an. Also, ich habe schon Schlimmeres erlebt. Du schnarchst es setzen, ey. Das ist meine Decke. Mann. Boah. Scheiße. So spät noch unterwegs? Scheiße. Ja, scheiße. Was ist denn hier los? Ja, er wollte es beklauen. Komm. Alles, was du in den Taschen hast, legst du jetzt schön darauf. Verstanden? Sag mal, wie dreist kann man eigentlich sein? Ein Portemonnaie. Und ein Messer. Damit hat er hundertprozentig unsere Reifen verstanden. Scheißdreck hab ich. Pass mal auf, das gibt mächtig Ärger. Morgen früh, da haben wir sowieso einen Termin mit deinem Vater. Zieh dich warm an, Junge. Mann, das waren dummer Jungen, streich uns nichts. Bitte, was? Der Junge hat uns die Autoreifen zerstochen. Ist in unser Hotelzimmer eingedrungen und hat gestohlen. Also ich weiß nicht, warum ich da ein Auge zudrücken sollte. Komm, reg dich nicht auf. Ich glaube, das hier ist erstmal wichtiger. Morgen. Morgen. Na, schon fleißig? Ja. Hier, der Obduktionsbericht. Ich habe ihn gerade geholt. Also die Frau wurde mit einem heftigen Schlag auf den Kopf getötet. Ja, laut KTU-Bericht gab es Fingerabdrücke an der Tatwaffe, also dieser Vase. Aber keine Übereinstimmung mit unserer Datei. Wir können hoffen, dass Alex und Michael mehr Glück haben. Wobei? Die nehmen Vergleichsspuren von den ganzen Dorfbewohnern. Die nehmen wohl an, dass jemand aus dem Kaff die Frau umgebracht hat. Okay. Und wann sind sie hier? Die kommen heute gar nicht mehr. Die sind verhindert. Ja, so ein Junge aus dem Dorf hat die Reifen vom Wagen zerstochen. Die saßen gestern Abend in dem Kaff fest. Ach. Ja, die beiden mussten sich sogar ein Hotelzimmer teilen. Und ein Bett. Ja, aber die hätte mich doch anrufen können. Ich hätte sie doch sofort abgeholt. Tja, es war wohl gestern Abend schon zu spät. Hm. Ein Liebesbrief. Jetzt hör doch mal bitte auf, ey. Langsam ist gut. Schlecht geschlafen oder was? Ich sehne mich nach dir. Wann können wir uns wieder treffen? Den Brief hat die Spurensicherung eingeschlossen in einer Schublade gefunden. Das ist eine totale Sauklau. Sieht eher nach einem Mann aus, aber gut, wer weiß. Aber der Ehemann hat den Brief nicht geschrieben. Ich habe handschriftliche Dokumente von ihm gefunden. Die Schriften passen nicht zusammen. Das muss irgendwer anders gewesen sein. Vielleicht hatte die Frau einen Lover. Der Brief deutet ganz darauf hin. Also dann wäre der Ehemann tatsächlich verdächtig. Kollegen! Ich weiß, wo der Karl ist. Irgendwo hier muss die Stelle sein. Der Ulrich hat mich sofort angerufen, als er die Leiche entdeckt hat. Ja, was hat dieser Ulrich hier gemacht? Der arbeitet hier, der ist Waldarbeiter. Da. Da, da vorne ist er. Da kommt jede Hilfe zu spät. Das ist Karl, der Ehemann.
Also, das war kein Suizid. Der Mann wurde erdrosselt, wahrscheinlich mit einem Gürtel oder Ähnlichem. Erst danach wurde er aufgehängt. Damit es wie ein Suizid aussieht. Tja, Alex, wir haben genug Spuren gefunden. Lass uns mal hoffen, dass wir darüber unseren Täter kriegen. Todeszeitpunkt? Samstagmorgen, zwischen 5 und 6 etwa. Dann ist die Frau auf jeden Fall vor ihrem Mann gestorben. Tja, und wahrscheinlich wurden die beiden vom selben Täter getötet. Wir haben nämlich identische Fingerabdrücke auf der zerbrochenen Vase und auf den Gummistiefeln des Toten gefunden. Und die sind nicht vom Ehemann. Ja, was sollte auch für ein Motiv gehabt haben? Wir haben einen Liebesbrief gefunden und wir dachten eigentlich, dass seine Frau einen anderen gehabt hat. Naja, vielleicht war es ja auch gar nicht die Frau, die fremdgegangen ist. Ich habe bei der Obduktion des Mannes im Analbereich leichte Verletzungen feststellen können. Womöglich war er bisexuell. Das heißt, der Liebesbrief war vielleicht gar nicht für seine Frau, sondern für ihn bestimmt. In unserem Dorf gibt's keine Schwulen, da bin ich mir sicher. Ja. Oder Britta, was sagst du dazu? Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Karl was mit Männern hatte. Sag bloß dummes Geschwätz, da müssen's nichts drauf geben. So. Okay, was kriegst du denn? Da haben sie die Rechnung für das Zimmer. Das sind aber ganz schön gepfefferte Preise. Aber dafür haben die gute Luft, ja, Alex. Egal. Ja, tschüss. Kann man denn? Warte mal. Lass uns doch noch mal zu dem Hof fahren. Vielleicht finden wir ja irgendeinen Hinweis auf das Leben. Hörst du das? Hey, da ist jemand. Was denn? Du schon wieder? Nee, ne? Machst du eigentlich nur Ärger? Was wollt ihr denn? Ich hab doch gar nichts gemacht. Mann, Jo, du hast Nerven, echt. Ich bin doch bloß hier, weil ich Informationen für euch hab. Ja, da haben wir auch drauf gewartet. Nein, im Ernst, ich hab einen Streit mitgekriegt und da ging's um Mord. Was für ein Streit? Ja, ich war im Gasthaus vom Walz auf dem Klo und da hat die Britta sich mit dem Xaver gestritten. Und die Britta hat gemeint, dass der Xaver den Mord begangen hat. Michael, komm mal. Du bleibst da schön stehen, ja? Hier der Liebesbrief und hier die handschriftliche Quittung von dem Wirt. Die Handschriften sind identisch. Bleiben Sie noch eine Nacht? Nee, das sicherlich nicht. Aber wir haben noch ein paar Fragen an Sie. Es tut mir leid, aber ich hab's furchtbar eilig. Ich bin eh schon spät dran. Ja, uns tut das auch leid. Die Zeit werden Sie sich wohl nehmen müssen. Sie sind nämlich dringend tatverdächtig. Hier. Gucken Sie sich das mal an. Das hier ist Ihre Handschrift. Und das hier auch. Sie haben diesen Liebesbrief geschrieben. Sie hatten ein Verhältnis mit Karl Büttner. Hatte ich nicht. Ich bin doch nicht schwul. Hey, wo ist dein Heimatfreund, ne? Schön hier geblieben. Ganz schön hier geblieben. Ganz. Gott. Kommen Sie. Machen wir erstmal ein paar schicke Armbänder von mir. Kommen Sie hoch. Ich mache Ihnen erstmal die Fesseln los. So. Geht's? Das kann aber nicht wahr sein. Was soll denn das? Du mieses Arschloch! Bitte, Frau Geiz, ganz ruhig. Er war nicht zu Hause, als Frau Büttner umgebracht wurde. Ich habe für ihn gelogen. Ich habe wirklich gedacht, dass er nichts mit den Morden zu tun hat. Und das glauben Sie jetzt nicht mehr? Sie haben nach einem Mann gesucht. Mit Karl hatte und da war mir alles klar. Ich habe schon immer geahnt, dass du eine Affäre hast. Ich warst ständig abends weg, hast mich überhaupt nicht mehr angefasst. Ich wollte es einfach nicht wahrhaben. Ich war nur mit einem Mann. Tja, und weil sie das herausgefunden haben, wollte ihr Mann sie zum Schweigen bringen. Ich wollte auch einfach nur die Wahrheit wissen. Hey, ich bin so froh. Endlich wieder unter normalen Menschen. Gieß es einfach, es ist mein Croissant. Aber ich hab's zuerst gesehen. Ja, aber ich hab's zuerst gekauft. Ja, trotzdem. Naja, zumindest unter halbwegs normalen Kollegen. Moin. Und? Hat der Wirt schon gestanden? Ja, hat er. Er hatte seit einem Jahr eine Affäre mit dem Toten. Der war wohl richtig verliebt in den Mann. Er wollte sogar ein neues Leben mit ihm anfangen. Naja, aber dem war das zu viel und er hat die Sache beendet. Daraufhin hat der Wirt ihn zur Rede gestellt. Ja, und ist ein bisschen ausgerastet. Ja.
Er hat nachts bei ihm geklingelt, dann hat er erst die Frau erschlagen und dann ist er seinem Lover hinterher, der die Polizei rufen wollte. Und die Tochter hat das Ganze aus einem Versteck beobachtet. Tja, kein Wunder, dass sie unter Schock steht. Hm. Wie geht's ihr eigentlich? Hm. Schon wieder besser. Ich war gestern bei ihr im Krankenhaus. Ihre Patentante kümmert sich jetzt um sie. Hey Leute, ich bin so froh, dass der Fall abgeschlossen ist. Ich hätte echt keinen Tag länger in diesem Kaff ausgehalten. Wieso? Was denn so schlimm mit Alex in deinem Zimmer? Hey, jetzt so laut geschnarcht, ich habe kein Auge zu. Ach, hör doch auf. Du konntest nicht schlafen, weil du so aufgeregt warst. Ach. Ich habe mich doch nur schlafend gestellt, Michael. Ja, ja, ist klar. Naja, aber ich bin auch froh, dass die Geschichte ein Ende hat. Xaver Walz wurde wegen zweifachen Mordes und Freiheitsberaubung zu lebenslanger Haft verurteilt. Tim Krabbe wurde wegen versuchten Wohnungseinbruchdiebstahls und Sachbeschädigung zu 40 Arbeitsstunden in einer gemeinnützigen Einrichtung verurteilt.